Willkommen zum nächsten Teil Android Tutorial. Ich möchte ein bisschen was über Event Listener machen oder allgemein die Listener an Android. Grob gesagt, ein Listener ist etwa eine Methode oder ein Interface eigentlich in Android, das der Activity erlaubt, die ihr geschrieben habt, auf Events im System zu reagieren. Ich habe hier mal eine kleine beispielhafte Liste zusammengeklickert auf die Stelle. Ich hoffe, man kann das lesen. Zum Beispiel der Sensor-Event-Listener, der würde auf die Sensor-Events hören. Heißt zum Beispiel, wenn der Gyrosensor sich beändert, wenn der Beschleunigungssensor irgendwelche Werte ausspuckt, der Lagesensor. Das heißt, mit dem Setzen eines Listeners, dem Hinzufügen eines Listeners zu einer Activity, erzählt ihr dem Android-System auf dem Hardware-Gerät, pass mal auf, liebes Android, ich habe hier ein Interface implementiert, ich möchte gerne auf bestimmte Ereignisse dafür benachrichtigt werden. Das heißt, jedes Mal, wenn also das im System passiert, dann wird eure Activity benachrichtigt in dieser einen speziellen Methode. Zum Beispiel haben wir den OnTouch-Listener, den wir auch jetzt heute beispielhaft einfach mal nutzen wollen, in einer ganz rudimentären Implementierung. Dann der reagiert quasi auf Berührung des Bildschirms. Dann haben wir den OnKey-Listener, der würde Hardware-Keys abfragen, den Double-Tap-Listener, OnGesture-Listener, OnMenü-Item-Click-Listener. Also das ist nur eine ganz kurze Auswahl. Ich habe hier mal den Link reingeschrieben. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Da ist nochmal eine ganz lange, etwas längere und ausführlichere Liste über die Listener, jeweils mit einem kurzen Beschreibungstext dazu. Also ihr seht schon, da kann man recht viel machen, um auf die Ereignisse drauf zu reagieren. Gut, ich springe einfach mal in den Programmierteil rein. Ich habe hier eigentlich diese leere Activity und möchte eigentlich nur zwei Textviews kurz hier reinziehen. Entschuldigung, dahin. Das war jetzt, so. Zwei Textviews reinziehen. Ich nenne die auch einfach nochmal eben schnell einfach um. Ach, das können wir eigentlich so lassen. Die sind einfach da. Und hier drinnen in unserer Activity werde ich die einfach mal hinzufügen. Text, View. Hier sind jetzt einfach X, weil da sollen die X und Y-Werte reinkommen. Text, View, Y. So. Und an der Stelle sage ich jetzt einfach X gleich Text, View. Also das kennt ihr ja eigentlich schon. So ein 1, damit der obere das ist. Und das Ganze kopiere ich jetzt einfach nochmal eben schnell. 2 und Y. So, das heißt, wir haben jetzt in der Activity, wenn wir sie starten, die beiden Textviews drin. Wenn sie dann einfach startet. Und ich möchte einfach hier, das kann man auch alles schon auf dem Emulator machen, einfach mal schnell drauf zeigen, was passiert. Ja, der Emulator ist nicht der schnellste. Da ist es. Da seht ihr jetzt hier TextView und TextView. Aber es passiert halt nichts, wenn ich mit der Maus hier irgendwo klicke. Vielleicht hört man die Klickgeräusche ja auch. Also ich klicke einfach immer random, wenn der Zeiger kurz stehen bleibt. Da passiert nichts. Genau das wollen wir jetzt ändern. Oh, jetzt habe ich den Emulator beendet. Gut. Eben im Hintergrund nochmal neu starten. Da ist er wieder. So. Um jetzt diesen Interface zu implementieren, nutzen wir Implements von Java. Und ich sage es einfach mal OnTouch. Ihr seht ja schon OnTouchListener, OnTapChange, OnTimeChange. Ihr müsst nur mal hier On eingeben. Und eigentlich heißen die alle nämlich mit On. Und dann seht ihr schon die lange Liste von möglichen Listenern, die ihr irgendwie implementieren könnt. Also die jetzt alle im Detail zu nehmen, werde ich nicht. Daher hier den OnTouch-Listener und ihr seht hier schon, dass bei mir Eclipse das MainActivity unterstreicht und sagt, wir brauchen, um dieses Interface zu implementieren, halt diese eine Methode. Und die werde ich einfach durch Eclipse implementieren lassen, damit sie unten reingeschrieben wird. So, jetzt werde ich absichtlich einen kleinen Fehler mit reinproduzieren, damit ihr nochmal dieses grobe Vorgehen seht. Und zwar werde ich jetzt einfach mal sagen, dass Y, also das Setzen ist natürlich richtig, der Fehler wird sein nochmal in der Umgang damit. String.valueOf. Aber wir wollen ja einen String reinschmeißen. Und hier nehme ich jetzt einfach event.getX. Da gibt es halt auch noch getX, getY. Sowas wie Zeiten, wie lange es gedrückt wurde, gibt es auch noch. Wenn ihr Long-Click-Listener habt, da gibt es halt wahnsinnig viel, was man hiermit alles machen kann. So, jetzt starte ich die Activity nochmal neu.
Ich drücke mal jetzt mal die falsche Taste. Da ist es wieder. Na, wo ist unser Emulator? So. Ja, startet ein Moment. Also wird, da kann man ganz viele Events noch abfragen, ganz viele Informationen, die dahinter stehen. Eigentlich wirklich viel, und es ist wirklich ein schönes Feature, um eine schöne Möglichkeit auf, wie gesagt, Sachen zu reagieren. So, jetzt sollte auch irgendwie der Emulator fertig sein. Und, wie ihr seht, es passiert immer noch nichts. Das Problem ist nämlich an der Sache, ich springe einmal hier wieder zurück, dass wir hier noch gar nicht gesagt haben, wer als Listener registriert wird. Also das Problem ist immer, wir haben jetzt zwar einen implementiert, aber es ist ja quasi nur programmiertechnisch gesehen, das Ding implementiert ein Interface. Das heißt, wir müssen zu der Activity jetzt sagen, oder innerhalb der Activity sagen, dass wir ein Objekt haben, auf dem diese Touch-Events registriert sein sollen. Und ich nehme jetzt einfach mal, wenn wir uns nochmal das angucken, im Hintergrund steht hier immer ein Relative Layout, habe ich das zugemacht, das hier hinter, und auf das werde ich jetzt erstmal registrieren. Wenn ihr das zum Beispiel im Rahmen von dem OpenGL-Tutorial nutzt, was auch noch parallel irgendwie ein bisschen läuft für Android, dann könnt ihr zum Beispiel euer Render-Surface dafür nutzen, um das darauf zu registrieren. Daher werde ich jetzt erstmal ein Relative Layout erzeugen und werde sagen Find View by ID R-Punkt ID. Ich habe es auch Relative Layout genannt und sage jetzt einfach hier Set on Touch Listener und gebe da die Klasse an. In diesem Fall wäre das ein This, weil wir natürlich unsere Klasse, ihr könnt ja auch eigene Klassen schreiben, die dann halt nur ein eigener Touch Listener wären. Ein eigenes Interface könnt ihr auch noch machen, ihr könnt ja Interface miteinander kombinieren. Also wird das jetzt ein recht rudimentäres Beispiel, wenn ich jetzt das ganze Ding starte und in den Emulator springe und das gleich fertig rüber kopiert ist, dann sollte in dem Bereich der beiden Textviews jedes Mal die absolute Koordinate im Bezug stehen, auf der ich gerade geklickt habe. Warten wir nochmal eben 2 Minuten. Zack. So, und wenn ich jetzt klicke, seht ihr, jedes Mal, wenn ich klicke, ändern sich die Dinge und ich habe hier die gerundeten, also diesen Pixel genau. Das sind keine Komma irgendwas Koordinaten, die kann man auch abfragen. Dann würde man mit den Raw, ich glaube, das heißt den Raw X und Raw Y, würde man dann halt auch ungenaue Koordinaten, also noch genauere Koordinaten kriegen. Aber ich sag mal, für die meisten Fälle sollten pixelgenaue Koordinaten für den Klick eigentlich reichen. Das bietet Android halt auch schon an. So. Das war's im Zusammenhang mit den Listenern. Wie gesagt, die Listener funktionieren eigentlich immer alle gleich. Ihr habt ein Interface, was ihr reinschmeißt, was ihr implementiert. Und wenn ihr das getan habt, dann sagt euch, wenn ihr Eclipse nutzt, schon Eclipse, welche Methoden ihr braucht. Dann registriert ihr den Listener noch im System mit immer mit dem Set on Click Listener, Set on Touch Listener, Set Listener XY. Und danach könnt ihr dann in den entsprechenden Methoden das alles abhandeln. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Dann versuche ich darauf zu antworten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.